Man kann es sich kaum vorstellen. Man kennt es nur aus dem Film. Plötzlich wacht man auf, weil gegen deine Tür gedonnert wird. Man wacht auf, weil Polizei geschrien wird. Und plötzlich steht ein Polizist mit schusssicherer Weste vor deinem Bett und richtet eine Waffe auf dich. Dann durchsuchen sie alles. Dann nehmen sie alles mit, was eigentlich zu deinem Alltag gehört. Das macht Angst. Sie machen mir Angst. Sie versuchen mir Angst zu machen, weil wir jeden Tag allen vor Augen führen, dass diese Regierung gerade ihre Verfassung bricht. Dass diese Regierung gerade ihre eigenen Kinder in die Klimahölle schickt. Ich habe Angst. Das, was wir normal nennen, ist wirklich verrückt. Und viele von den Leuten, die wir als wahnsinnig einstufen, wir tun ihnen Unrecht, weil sie sind wahnsinnig, weil sie nicht leben können in einer Gesellschaft, die heuchlerisch ist. Und deswegen werden sie verrückt. Die Verrücktheit könnte uns ja was sagen über uns selber, wo wir mitmachen mit Dingen, die gar nicht richtig sind. Das ist Arno Grüns Credo. Die Welt auf den Kopf stellen und den Menschen auf die Füße. Ungewöhnliches Denken, unbewusste Zwänge bewusst machen, dem Einzelnen Raum verschaffen. So führt er seine Gedankengänge auch in seinem neuen Buch Wieder den Gehorsam fort. Gehorsam ist destruktiv. Gehorsam grenzt das Denken ein und verneint die Realität. Die Ganzheit der Wirklichkeit lässt sich nicht auf das eingrenzen und einengen, was nur die kurzsichtige Perspektive der Mächtigen widerspiegelt. Eine bessere Welt wird sichtbar, wenn der verblendete Gehorsam aufgebrochen wird und sich in echte zwischenmenschliche Empathie verwandelt. Mut, Herz und offenes Denken sind die Kräfte, die den Gehorsam besiegen. Die grausamsten Verbrechen in der Geschichte der Menschen wurden immer im Namen des Gehorsams verübt, schreibt Grün. Gehorsam erzeuge standardisierte Personen, Funktionsträger, Statussymbole. Zwar lässt der Gehorsam den Berufsalltag scheinbar konfliktfreier verlaufen, doch die Kehrseite, psychische Erkrankungen wie Burnout und Depressionen nehmen zu. Der Gehorsam ruhe bereits in der, so Grün, Knechtschaft des Kindes, dass sich der Macht der Eltern beuge. Dabei gehe es allein um Unterwerfung. So werde Gehorsam zur Norm und zugleich ins Unterbewusste verdrängt. Die Ohnmacht, die aus dem Verlust der eigenen Wurzeln entsteht, wenn man dem Gehorsam unterworfen wurde, weckt im Menschen einen inneren Zwang, Macht und Besitz über alles zu stellen. Das aber führt dazu, dass sich der Mensch von sich selbst entfremdet. Empathie hingegen, das Mitgefühl, führe zu eigenständigem Denken und Handeln und vermeide die Entfremdung vom eigenen Leben. Arno Grün liefert Beispiele für Identifikation und Projektion, für Schuld und Gewalt, für Selbsthass und Fremdenhass, für Verleugnung und Idealisierung, für Erfolgsdruck und Herabsetzung anderer. Gehorsam gefährde die Demokratie, sagt Grün, und wirke schädlich in unseren gegenwärtigen weltwirtschaftlichen Dauerkrisen. Denn Gehorsam führe zu Untertanengeist, Gefolgschaft, Unmenschlichkeit. Ungerechtigkeit und Basta-Politik werden hingenommen, anstatt dagegen aufzustehen. Arno Grüns Essay ist so etwas wie ein Extrakt aus seinem Werk als Psychoanalytiker und Kritiker unserer Gesellschaft. Er malt düstere Bilder unserer Zivilisation. Bleibt denn da noch Hoffnung auf Veränderung? Mit einem Lächeln wischt Grün alle Bedenken beiseite. Natürlich bin ich hoffentlich. Es geht nicht anders. Eric Fromm wurde mal gefragt, Herr Fromm, sind Sie nicht eigentlich ein Pessimist? Das sagt er, ja, sagt er. Eigentlich, wenn ich mir die ganze Sache richtig angucke, dann müsste ich von der nächsten Brücke runterspringen. Das geht nicht, deswegen bin ich ein Optimist. Arno Grüns Texte sind als Appell zu verstehen, als Anregung, die Welt nicht hinzunehmen, wie sie ist. Insofern ist auch dieser Essay als Aufruf zum Widerstand zu lesen. Der Einsatzleiter hatte selber Kinder. Ich habe ihn gefragt. Ich habe ihm von der Katastrophe erzählt. Ich habe ihm erzählt, wovor ich Angst habe. Ich habe Angst davor, dass dieser Staat seine Beamtinnen in meine Wohnung stürmen lässt mit gezogener Waffe. Aber so viel mehr Angst habe ich davor,
dass er uns in diese Katastrophe rasen lässt, dass er seine eigenen Bürgerinnen in diese Katastrophe rasen lässt und nichts dagegen tut. Es ist angerichtet, zu Tisch. Doch was ist das? Oh Gott. Was hab ich angerichtet? Es ist nicht einfach, mich zu verstehen. Ich kam aus dem Meer und lernte zu gehen. Ich begann zu greifen, zu hören und zu sehen. Ich lernte das Zeichnen, das Schreiben, das Zählen. Baute fliegende Maschinen und betrat den Mond. Ich habe Wälder gefressen, ich habe ein Schaf geklont. Denn ich habe ein Gehirn, um Milliarden von Daten in Nanosekunden in diesen Primaten zu laden, den ich bewohne. Um und über 6000 Sprachen seinen Namen mit Fanfaren in die Erde zu graben. Ich bin das Borstgeschöpf, ich habe Atome gespalten. Ich habe Gott geköpft, ich bin die Endlösung der Nahrungskette, ich bin ein Genie. Ich gewinne jedes Battle, Mutter Erde ist ein Wack-MC. Ich bin der letzte Mutant und brauche nicht mehr denken, weil ich Halbleiter abfang. Ich bin hochbegabt, aber blind, Millionen Jahre alt, aber immer noch ein Kind. Ich bin die Krone der Schöpfung und arbeite langsam an meiner eigenen Löschung. Fand die Kirche und den Genozid der Indianer, Teleshopping und das griechische Drama, Zimtschnecken, Impfstoffe, Euthanasie, Napalm, Tamagotchi, ich hab so viel Fantasie. Ich fand das Boson, das Atom, das Genom. Ich erschuf die Religion, das Pogrom und den Strom. Die Intelligenz der Evolution hat sich in mir manifestiert. Noch das allergrößte Tier hat vor mir kapituliert. Habe in den Apfel der Erkenntnis gebissen und danach Wolkenkratzer in die Wüste geschissen, die ich erschuf mit dem Blut meiner eigenen Brut. Ich liebe jede Religion, die auf Opfer beruht. Ich bin das erste Tier, das ich frag, was es ist, was es soll, was es wird, wie es geht. Der neugierigste Affe aller Zeiten ist die bescheidenste Art, um ein Genie zu beschreiben. Ich bin hochbegabt, aber blind, Millionen Jahre alt, aber immer noch ein Kind. Ich bin die Krone der Schöpfung und arbeite langsam an meiner eigenen Löschung. Hochbegabt, aber blind, Millionen Jahre alt, aber immer noch ein Kind. Ich bin die Krone der Schöpfung. Ich fresse meine eigene Mutter, ich bewohne ihre Haut. Sie versorgt mich mit Futter für den Palast, den ich baue. Ich fress ihr die Haare vom Schädel und ihr Fleisch fress ich auch. Ich fülle ihre Augen mit Nebel und ihre Adern mit Rauch. Denn mein Hirn ist ein Wichser und mein Herz ein Idiot. Mein Wille ein Feigling und meine Hand ein Despot. Doch egal was ich tue, belächelt sie mich. Egal was ich versuche, sie ist stärker als ich. Ich bin hochbegabt, aber blind, Millionen Jahre alt, aber immer noch ein Kind. Ich bin die Krone der Schöpfung und arbeite langsam an meiner eigenen Löschung. Hochbegabt, aber blind, Millionen Jahre alt, aber immer noch ein Kind. Ich bin die Krone und arbeite langsam an meiner eigenen Löschung. Huh. Aha.
Die Ganzheit der Wirklichkeit lässt sich nicht auf das eingrenzen, einengen, was nur die kurzsichtige Perspektive der Mächtigen widerspiegelt. Eine bessere Welt wird sichtbar, wenn der verblendete Gehorsam aufgebrochen wird und sich in echte zwischenmenschliche Empathie verwandelt. Mut, Herz und offenes Denken sind die Kräfte, die den Gehorsam besiegen. Die grausamsten Verbrechen in der Geschichte der Menschen wurden immer im Namen des Gehorsams verübt, schreibt Grün. Gehorsam erzeuge standardisierte Personen, Funktionsträger, Statussymbole. Der Gehorsam ruhe bereits in der, so Grün, Knechtschaft des Kindes, das sich der Macht der Eltern beuge. Dabei gehe es allein um Unterwerfung. So werde Gehorsam zur Norm und zugleich ins Unterbewusste verdrängt. Die Ohnmacht, die aus dem Verlust der eigenen Wurzeln entsteht, wenn man dem Gehorsam unterworfen wurde, weckt im Menschen einen inneren Zwang, Macht und Besitz, um alles zu stellen. Denn Gehorsam führe zu Untertanengeist, Gefolgschaft, Unmenschlichkeit. Ungerechtigkeit und Bastardpolitik werden hingenommen, anstatt dagegen aufzustehen. Er malt düstere Bilder unserer Zivilisation. Arno Grüns Texte sind als Appell zu verstehen, als Anregung, die Welt nicht hinzunehmen, wie sie ist. Insofern ist auch dieser Essay als Aufruf zum Widerstand zu lesen.